Und weiter geht es in Euro Truck Simulator 2. Es geht auf in einen neuen Auftrag. Und ja, diesen werden wir uns nun schnappen. Aber vorher wird erstmal unser LKW wieder auf den neuesten Stand gebracht, indem wir einmal über den Bürgersteig fahren, natürlich so wie es sich gehört. Und dann suchen wir gerade mal die Werkstatt. Wo ist die überhaupt? Wo ist die Werkstatt? Da unten, okay. Einmal scharfe Kurve drehen und hier hoch. Erstmal die Steigung hier schön hochfahren und wir kommen hier sogar hoch mit unserem V8-Motor hier. Na gut, wir haben auch keinen Trailer hinten dran, das muss man natürlich auch bedenken. Und dort vorne ist dann die Werkstatt mit dem LKW-Händler, was ja ein MAN-Händler war. Was natürlich besonders für uns gut ist. Sind wir in festen und guten Händen. So. Ja, VW ist ja auch. Für Autos natürlich nur. Ja, einmal reparieren bitte. Und ja, dann geht es jetzt für uns auch weiter in einen neuen Auftrag. Natürlich heißt vorher erstmal wieder zack, schlafen und gute Nacht. Und guten Abend wieder zurück zum Spielchen. Und wir schauen mal, was uns so der Frachtmarkt hergibt. Welche Ortschaften können wir denn so bereisen? Genf, Milan, Torino, was haben wir auf der anderen Seite? Nizza, Porto, Val di... Was? Achso, das sind wir ja durchgefahren durch diesen Ort. Gibraltar, Tangier. Was warten wir da oben? Ja, da waren wir nicht. Monte Pio, waren wir da schon mal? Nee, doch, da. Hier waren wir schon mal. Also dann fahren wir per Kiekmann, per Kniemann zu Discounter. Was ist denn das für eine Firma? Drin Lieferung Joghurt von der DHL aus. Genau, weil in der Stadt waren wir nämlich noch nicht. Deswegen werden wir auch die Stadt ausnehmen. Das ist aber ja so hier an der Grenze, also direkt an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Dann werden wir das mal nehmen. Auch wenn das ADR-Gut deutlich mehr geben tut, aber an diesem einen Ort waren wir halt noch nicht, deswegen schnappen wir uns das jetzt. Fahren wir mal zur DHL. Wo ist diese? Ach, die war auch, glaube ich, da hinten bei ENI. Und dann geht es ab wieder Richtung Frankreich. Nee, nee, nee. Also hier habe ich ja beim letzten Mal ziemlich geflucht, weil die hier... Genau, das sehe ich ja jetzt gerade, weil die einfach hier mal so dreist einen Blitzer einbauen. Ne? Man könnte ja hier möglicherweise schneller als 50 fahren. Und die Wahrscheinlichkeit ist hier sehr hoch, muss man sagen. Das ist ganz klar. Aber jetzt geht es ja ohne Trailer, da geht das ja ziemlich gut. British Petrol ist hier auch. Aber die hatten keinen Auftrag gehabt. Sehr beschämend. Na gut, dann gehen sie halt pleite. Das sollte nicht mein Problem sein. Solange wir nicht pleite gehen, ist alles im grünen Bereich. Und hier gehen wir jetzt hin zur DHL und holen uns den Trailer ab. Ja, in genau einer Woche sind übrigens meine Prüfungen, also meine erste. BWL A 45 Minuten. Es wird hoffentlich gut gehen.
Ich habe mir da halt auch schöne Zusammenfassungen so gefunden. Es gibt eine nette Seite, die nennt sich uniturm.de für alle Studenten unter euch. Dort gibt es teilweise alte Klausuren oder Zusammenfassungen etc. pp. Also sehr auf jeden Fall zu empfehlen. Ich werde das dann morgen, habe ich noch ein bisschen Zeit, bis meine zwei BWL-Vorlesungen beginnen. Da werde ich, denke ich mal, diese Zusammenfassung dann so ein bisschen auswerten und dann und so ein bisschen schauen, was davon gut ist, was nicht gut ist. Das kommt halt weg. Aber es sah auf jeden Fall auf den ersten Blick ziemlich gut aus. Ja, und wenn es so nette Leute gab, die so etwas erstellen, warum sollte man es dann nicht nehmen? Und nun fahren wir die 1430 Kilometer nun auf wie auf. Ja, ich hatte ja im letzten Part, weil ich den Part gesplittet hat wegen meiner Stimme. Mir kratzt zwar immer noch im Hals, aber ich denke mal, meine Stimme geht mittlerweile wieder. Hatte ich ja von diesem schweren Sturm erzählt, der am Freitag hier war und den ganzen Zugverkehr lahmgelegt ist, weil ein Baum auf die Gleise gefallen ist. Und ja, es war ja eine schöne Irrfahrt, war das, aber na gut, zum Glück konnte ich rechtzeitig da noch herauskommen. Ne, Moment mal. Doch, habe ich erzählt, meine ich. Ich meine, ich habe es erzählt gehabt. Auf jeden Fall, ich kam dann 3 Stunden später nach Hause, als ich eigentlich wollte. Das hat man vielleicht in den Forums dann gesehen, dass ich den heutigen Part damals aus dem Freitag, den Part vom Freitag erst deutlich später angepriesen habe, als es eigentlich sollte. Ja, und man muss noch dazu sagen, im deutschen Old Track Simulator Forum, was auf Welt der Simulatoren heißt, dort wird jeden Tag gepostet, im Truck Sim Forum gegebenenfalls nur jeden zweiten, wegen dieser 24-Stunden-Sperre. Aber ich habe ja in meiner Signatur drinne, dass jeden Tag um 14 Uhr der Part erscheint und dann kann man sich es dann richten, weil wie gesagt, das mit den 24 Stunden finde ich nicht so toll. Es war wichtig für Leute, die dann spam, 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 also pushen, pushen, pushen. Also irgendwelche Threads, da ist das natürlich ganz wichtig. Nur für Let's Players ist es dann vielleicht nicht so toll, weil ist natürlich klar, manchmal komme ich erst ganz spät am Abend wieder, manchmal komme ich allerdings am Abend wieder, oder manchmal komme ich schon am Nachmittag nach Hause und das ist natürlich dann blöd, wenn ich dann so lange warten muss. Also ich finde es vielleicht sinnvoller, dass man das auf den Tag beschränkt, dass man sagen kann, man kann pro Tag eine Post machen in seinem Thread. Die Uhrzeit spielt damit aber keine Rolle. Nur es soll auf den Tag gebunden sein. Dann würde es passen. Na gut, da können natürlich jetzt auch einer herkommen. Okay, ich poste dann um 23:49 Uhr eine Post und dann um 0:01 Uhr. Aber wie gesagt, das sind an zwei unterschiedlichen Tagen. Wird da dann etwas gepostet. Und so, nach dem Schema finde ich es persönlich viel besser, wenn so ein Forum nach so einem Schema aufgebaut ist oder ganz und gar keine Sperre dort ist oder dass man irgendwie zum Beispiel Let's Playern da, wenn sie seriös sind, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass man ihnen da so eine Regelung geben tut, weil schließlich ist es ja für die Macher auch Eigenwerbung, weil dadurch, dass man es ja Let's Play Date, werden ja andere auch aufmerksam. Oh. So, okay, jetzt haben wir das Ticket genommen. Ich eben gerade vorbeifahren. Ja, und das ist ganz wichtig. Und da wäre es natürlich auch sinnvoll, dass man gerade den Let's Playern da auch mal entgegenkommt, weil wir machen ja schließlich für die Map-Ersteller Werbung und da wäre es auch natürlich im Handschlag gegenüber, dass wir auch dann darauf hinweisen können, hier könnt ihr unser Video sehen zu eurer Map. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, weil ich finde es zum Beispiel gerade sehr schade, dass
das Schwarz-Symbol zwar so etwas anbietet mit Tourentagenbücher, also in Form von Screenshots, allerdings es gibt eben nicht eine Unterkategorie für die Let's Player, also für die, die es per Video machen. Die müssen das dann immer irgendwie im Off-Topic listen und das finde ich irgendwie nicht so toll. Also dafür sollte es am besten auch eine separate Kategorie geben, die dann im Video machen, also entweder Let's Plays, also wo wir kommentieren, oder eben auch ganz normale Workthroughs. Also Workthroughs, wo eben nicht kommentiert wird, wo einfach nur gefahren wird und vielleicht irgendwelche Hintergrundmusik spielt. Da ist natürlich ganz wichtig, dass es A, GEMA-frei sein muss und B, auch Copyright-frei sein müssen. Das ist auch ganz wichtig, weil sonst könnte es Ärger geben. Seitdem man hat natürlich für eine bestimmte Musik irgendwelche Lizenzen, dann ist natürlich vollkommen in Ordnung. Aber sonst natürlich nicht. Deswegen, ich hatte das Einzige, wo ich mal Musik eingespielt hatte, das war bei Feed Beast, genau, Minecraft Feed Beast. Da hatte ich das gemacht gehabt. Und die waren, wie gesagt, copyfrei und GEMA-frei. Nur ich hatte da ein bisschen Probleme gehabt, das richtig anzupassen. Gott, wir sind eben 160 gefahren. Es wird zu schnell. So, deswegen habe ich jetzt mal ordentlich abgebremst. Und wir fahren jetzt auf eine Mautstelle hinzu. Ja, und da müssen wir dann erstmal wieder ein bisschen zahlen. Wir fahren mal gleich in den ersten, der frei ist. Auch wenn wir, wie gesagt, in den linken, in den ganz rechten müssen, wo ja auch Busse unter anderem, wie man sehen kann, rein müssen, aber zack. 21 Euro bezahlt. Der Sprit geht aber auch wieder schnell rum, trotz dass wir jetzt im letzten Part, in dem wir auf Level 25 aufgestuft wurden und damit Ausbilder jetzt sind, haben ja das vierte Achievement für spritsparendes Fahren freigeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt 25% spritsparendes Fahren. Das heißt, der Sprit sollte eigentlich um ein Viertel länger halten. Theoretisch, aber irgendwie sieht es nicht so aus. Na gut, es liegt auch daran, dass wir Fernfahrten machen. Das muss man natürlich auch bedenken. Aber als nächstes wird dann, denke ich mal, auf hochwertige und zerbrechliche Fracht dann